Hey Freunde, herzlich willkommen hier zum Dragon Age Inquisition Multiplayer. Yes. Ja, und ich spiele natürlich nicht alleine, weil Multiplayer, aha, ne, man spielt es auch zusammen. Und ich habe die liebe Julina hier an meiner Seite, hallo. Hallo, hallo Iole. Hi. Wir tun uns so ein bisschen schwer hier, wir haben alles eingestellt, so weiß. Gesagt. Oh Mann, es ist so Panne, wir haben ganz schon eine Runde gespielt. Wir sind kläglich gescheitert, wir als noobige Spielerinnen haben es eben ein bisschen schwerer. Ja, und ich drücke jetzt erstmal, komm, ich drücke mal bereit hier, ne? Kannst du es ja auch schon mal machen. Ich habe bereit gedrückt, also, immer bereit. Die Ladezeit ist eh lang genug, jetzt kann ich auch noch ein bisschen schnacken. Also der Multiplayer, ich hatte das ja schon irgendwann mal gesagt, den spielt man halt eben zusammen. Das ist immer random generiert, wie diese Welt aufgebaut ist. Also wir haben jetzt gesehen, das sind drei Gebiete. Und wir spielen jetzt auch nur zu zweit erstmal, weil wir uns halt eben so super toll anstellen. Genau, vor allem, weil ich es ja auch zum ersten Mal im Multi spiele, sowieso und grundsätzlich. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Multityp. Und der Together-Typ. Danke. Was wir hier erreichen, wird eine Botschaft senden, die kein Gegner einfach ignorieren okay. kann. Okay. Und ihr seht, wir sind zwei Fernkämpfer. Ja, das ist so dort toll. Wurden zwar rote Templer und du bist männlich, aber ich weiblich. Genau, weil wir nicht die Möglichkeit haben, es selbst zu wählen. Sonst, ihr wisst, wäre ich natürlich ein Mädchen. Und ich schon mal. Also man kann später auch mit Karten und so weiter alles aufzuquatschen da oben. Das ist immer dieselbe Story. So, es ist immer hier. Daran könnt ihr sehen, stellt ihr fest, dass wir die schon häufiger hatten. Das ist toll einfach. Also es geht hier irgendwie darum, Leute zu retten, glaube ich. Das ist halt so ein kurzweiliges Ding, ne? So neben dem Singleplayer. Das ist jetzt nicht so ein toll ausgearbeitetes Teil. Wir haben auch schon gesehen, hier gibt es Sachen, die man für echt Geld kaufen kann. Das fanden wir nicht so toll. Richtig, genau. Jetzt sollten machen wir mal hier, mach die Hütte auf. Um einen Plan auszuarbeiten? Ja, der Plan, ne? Der Plan heißt, hau drauf. Genau, einfach hau drauf und bleib in der Nähe von der Hüterin. Die kann nämlich eine Barriere machen. Das habe ich also auch relativ schnell. Plünder, guck mal, da kannst du plündern. Der Nack hat 70 Gold mit sich umgeführt. Hast du schon mal sowas gesehen? Nee, aber was Nacks angeht, habe ich, seit ich Inquisition zu Ende gespielt habe, sowieso eine andere Haltung. Sag mal, waren das vorher nicht andere Feinde? So ja. Wirklich random. Jetzt, so, guck mal, komm mal jetzt her, das du Templer. Kriegst jetzt da. Du bist ein Templer, ne? Ah, ha, ha, ha. So, komm mal her. Ja, einmal. Leute, ich bin immer noch erkältet, also wenn ich da jetzt reinhuste, kann ich es erstmal nicht ändern. Ich schneide es nachher raus. Alle erkältet hier immer. Wo bist denn du? Ich will gerade Barriere hier. Bist du da? Ja, ich muss vor dem hier wegrennen, weißt du? Ich werde verfolgt. Ja, warte, der ist tot. Jetzt ja. Opferserie 2. Wir sind einfach voll die Geilen. Ah, da ist nochmal einer. Guck mal. Komm, ich mach nochmal ein paar. Komm mal mit nach hinten, weil da sind so jetzt Krähenfüße. Komm, du hier von mir einen. Ihr mach ihn. Ich bin schon dabei, guck mal. Guck mal, wie ich für dich kämpfe, Jorne. Ja, toll. Toll. Ihr seht auch schon unten, wir haben auch voll die Fähigkeiten. Ich habe hier so Blitz und ein bisschen Barriere und Julina, du hast Krähenfüße. Ne? Genau, dabei bin ich sogar schon einmal aufgestiegen, aber ich habe jetzt einen passiven Skill genommen. Ach, da warst du ganz clever, ja. Ich konnte nichts anderes nehmen, ich hatte keine Möglichkeit. Hier gibt es übrigens so Vasen, die kann man zerdeppern, da kriegt man Gold raus. Also für Gold kann man sich dann auch wieder Kisten kaufen, wo halt eben so Ausrüstung und so ein genau. Zeug drin ist. Und ich schieße immer und Jorne sackt es immer ein. Achso, entschuldige bitte. Das macht nix. Nimm's ruhig. Das ist ja schon eingespielt. Noch irgendwo eine Kiste? Nee, ich glaube nicht. Mir geht's gar nicht so gut, ne? Ich merke das gar nicht. Ja, du siehst ein bisschen schwach aus, das stimmt. So da unten war, sollte auch dort, guck mal, Feinde. Julina, die Musik. Ich weiß, du, aber nur so nebenbei, da sind Feinde, ne? Wenn du vielleicht warte. Neben dem Genuss an der Musik auch noch versuchen könntest, dich um die Feinde zu kümmern, ist ja alles gut. Ich bin dabei. So. Gut, wunderbar. Sehr schön. So, wir schießen einfach weiter. Komm, ganz schnell, Krähenfüße. Würdest du wohl bitte einen Heiltrank trinken, Jorle? Bitte, einen Heiltrank. Ja, oh Gott, Mann. Ich wusste gerade nicht, welche Tasse hier. Komm mal her. So, komm mal. Ich ziehe ihn auf mich und mache ein paar Krähenfüße. Ja, der immer ist, nicht der viel, finde ich. Da hinten ist ja noch einer. Tut mir leid, Kumpel. Das war ich, gell? Die männliche Stimme. Da muss ich mich erst dran gewöhnen, dass ich männlich spreche. Ich bin verwirrt.
Ih, mit den Schildern, das ist immer doof. Guck mal. Ich krieg den da nicht. Komm mal. Das ist das Problem. Warte mal, ich muss von hinten. Komm mal her, Ich komm nicht ran an den Typ. Der aber ich von alles. Hinten. Hey. Ich krieg dich. Von hinten ist gut. Auch. Genau, zieh du ihn auf den und ich schieß ihn so von hinten. Okay. Guck mal, der merkt das gar nicht, der ist doof. Na, okay, doch nicht ganz doof. So gefällt mir das. Ja. Ist das nicht die Sprecherin von. Die du hast? Ja, genau, Anke Reitzenstein, glaube ich, die Seven of Nine. Ich finde es ja wieder toll, ne? Also der Thorsten Michaelis wieder. Das machen wir. Ja, für die doch, männliche oder? Stimme. Bitte. Der ist auch jetzt schon mittlerweile überall vertreten, ne? Also den hört man immer wieder. Ja, also guck ich. Mal, wo wollen wir lang? Guck mal, da geht's jetzt lang. Lass uns doch erstmal gucken, ob wir was looten können. Looten ist immer gut. Haben wir Zeug. Noch nicht so richtig. Kein Zeugs da. Ich habe festgestellt, dass man es am ehesten findet, wenn man das schießt einfach irgendwohin. Also groß ist es nicht, ne, das Gebiet. Guck mal, nee. Da hinten ist was zum Knacken für dich und ich habe hier eine Barriere. Oh, ich habe ein Schloss. Ja, dann mach auf hier, komm. Oh. Knack da Ding. Mal gucken, ob ich schon genügend Fähigkeiten habe. Wow. Ja, muss ja. Muss ja hier irgendwie weiterkommen. Okay, also jetzt. Da ist, glaube ich, da strahlt was. Ja, mal. Ja, das ist eine feindliche Vase. Pass auf. Ich schieße. Her mit dir. Oh mein Gott. Kohle her. Noch mehr feindliche Vasen? Das sind mir übrigens die liebsten Feinde, das weißt du, gell? Ja, die bösen Vasen. Mir gefällt das nicht. Okay, wir haben wieder so ein Ereignis. Das hatten wir gerade schon mal. Ich wurde mein Leben noch nie auf eine so harte Probe gestellt. Oh Mann, das hat sie vorhin auch gesagt und dann haben wir verloren. Wo bist denn du? Barriere. Ich komm schon. Ich mache nur gerade mal eine Runde. Krähenfüße, hier Barriere. Verdammt, das hat nicht gereicht. Die taugen auch nicht viel, zumindest nicht auf der ersten Stufe. Dann wäre mir das Gift lieber gewesen. Ja, du stellst dich jetzt immer hinter mich. Das gibt's doch nicht. Ich lerne schnell. Ich hab das gemerkt. Komm, noch ein paar Krähenfüße. Wie sie immer rangerobbt kommt, die Julina. Ah, das noch mehr. Oh, hinter uns. Ja, ich weiß, der. So, dann mal ordentlich einen drauf. Opferserie 2. Das ist ja toll. Was heißt das? Dass wir sieben auf einen Streich? Wir dürfen die Kiste plündern. 38 Gold. Naja, immerhin. Also so eine Kiste, ne, kostet so eine große Kiste jedenfalls irgendwas mit 2000 oder 1700 Gold oder sowas. Ja, viel Spaß. Also jedenfalls eine Menge Kohle. Damit kannst du eine ganze. Aber es gibt auch kleinere, ne? Ja, und wie die kleine kostet, was? Wie viel? 250, glaube ich. Die ganz kleine. Da wird natürlich aber auch nur Kleines drin sein. So, jetzt können wir Barrieren-Action machen. Genau, du bist dran. Das ist deine. Ja. Pass auf, sieht viel stylischer aus als bei dir. Ja, das stimmt. Das kann ich jetzt nicht leugnen. Definitiv. Kiste. So, jetzt war ich mal schneller. Ha. Hab ich extra dir gelassen. Du, ja, jetzt aber. Irgendwie eine feindliche Vase. Ich hatte gehofft, aber ich sehe keine. Nee, leider nicht. Okay. Also, mir gehen langsam die Tränke aus übrigens. Einen habe ich schon verbraucht und ich müsste bald den zweiten nehmen. Ich kann dir nicht rübergeben, gell? Nee. Glaube ich nicht. Nicht da weiter. Ziehen. Ja, du musst hier den Hebel ziehen. Mach ich doch. Ich lass dich machen. Ich lass dich schaffen. Bei Dragon Age musst du richtig rangehen. So, warte mal, komm mal zurück. Wir lassen die durch ein Tor kommen. Aber dazu muss man sie doch erstmal. Jetzt bist du gleich wieder böse, weil ich mich direkt neben dich stelle. Nein, das ist richtig. Lass sie da. Und ein Stück zurück. Ah, oh. Du darfst nicht vergessen. War langsam geschockt. Also, es ist ja schon ein bisschen nützlich. Oh. Langsam. Nimm einen Trank, Julina. Ja, ich bin schon dabei. Jetzt stirb doch, Mann. Stirb. Mach doch schon. Der ist tot. Du meinst mich? Nee. Den Typen da. So eine Barriere wäre toll, ne? Ja. Hab ich. Vor allen Dingen wäre es nicht schlecht, wenn wir noch einen anderen Skill hätten. Noch einen aktiven Skill. Ja, aber vielleicht. Ja, Opferserie 2, das ist gut. So. Ich glaube, wir schaffen die, oder? Ja, logisch. Ha. Also. Helden des Alltags. Kein Problem, als hätten wir das nicht vorher auch schon geschafft. Oh, zurück! Was ist er denn? Warte mal. Das ist einer von den roten Templern, oder?
Das sieht so aus. Was bist du? Roter Templer, ja. Hm. Kenn ich noch gar nicht. Ja, hat der rotes Lyrium gesoffen oder was mit dem? Man könnte fast den Eindruck haben. Ja, komm, ich gebe nochmal einen Knaller. Genau. Hehe, die Knaller sind nicht schlecht. Aber er ist immer noch nicht tot. Die Idee, die durchkommen zu lassen, war eine gute. Ja, ne? Könnte ich euch vielleicht um ein klein wenig Heilung bitten? Ich heile mich selber. Wie? Heilung? Ich kann nicht heilen. Das ist Dragon Age, Inquisition und ich Origins oder so. Du, der hat mit mir gesprochen. Ihr alle habt euch fabelhaft geschlagen. Ja. Hat der, hast du was für uns? Nö. Mehr. Ich will immer die V-Taste drücken, ey. Was, noch irgendwo? Feindliche Vase. Ja, feindliche Vase. Auf 12 Uhr. Oh, Lina, pass auf, 50 Meter. Ich hab was ohne Vase. Guck mal, ich muss mich gar nicht anstrengen. Ich nehm's einfach so. Also, unverschämt. Und hier wären wir jetzt auch hochgekommen, oder was? Ja. Gute Frage. Also, guck mal, da geht's weiter. Hm? Kannst du schon aufmachen oder musst du auf mich warten? Nee. Ich kann aufmachen. Das ist eine Schurkentür. Sieht auch nicht so aus. Ach, da können wir... Ah, Genesungsbecken, schau mal. Oh, oh super. Ja, ja, toll. Jetzt, ich darf es nicht benutzen. Jetzt hast du das gesuffelt. Aber deine Tränke, hat es deine Tränke aufgefüllt? Nein, hat es nicht. Es ist wirklich so. Bloß einmalig zum... Nee, dann ist gut, dann bin ich auch aufgefüllt. Wollen wir durch die Tür oder da mal runter gucken? Guck mal, Zone 2 von 5. Halleluja. Schatten der roten Templer. Diese Person muss ausgeschaltet werden. Was muss aus? Ja, da, Feind. Ist okay. Machen wir. Okay. Feinde, wolltest du wohl sagen? Vielleicht sollten wir die auch durch die Tür holen. Ja, der geht doch gleich down hier. Guck mal. Aber das ist nicht der Einzige. Nur, falls dir das entgangen sein sollte, ist das nicht der Einzige? Der ist gleich tot. Der kommt noch nicht mal zu dir. Guck dir an. Der ist tot. Ach, was. Ich hab's gehört. Der ist tot. So, komm. Der ist explodiert. Okay. Komm her, ich erschieß dich. Ah, schöne Barriere gesetzt. Ja, gut gemacht. Oh, verschenkt. Jetzt da hinten ist noch einer. Nee, da sind noch mehrere. Die ja, hängen da fest. Vor allen Dingen da hinten. Ach, dann kann man die in Ruhe abknallen? Ja, so ein bisschen. Ich treffe aber schlecht. Wogegen ist der immun? Gegen deine Blitze? Gegen Schock. Also gut, okay. Das ist ja sehr luxuriös. Das habe ich immer gerne, wenn die in den Bäumen oder an den Steinen hängen bleiben. Oh, jetzt schaffen sie es doch. Wenn die kommen, sollten wir uns zurückziehen durch die Tür. Der ist schon tot, der Dicke. Ja, es ist gut. Nähre die Erde. Nähre die Erde. Aha. Na ja. Oh, 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 oh. Nee. Komm. So. Oh, oh, hast du ihn? Ja. Okay. Sehr schön. Opferserie 2. Oh. Guck mal, so. Hinten brennt Feuer. Trinken wir in der Taverne noch ein Bierchen, wenn wir zurückkommen? Die sind ja cool, oder? Ist aber... Und quatschen hier für Zeug, weißt du? Wir kriegen hier voll aufs Fressbrett, ja? Und die, oh, wir gehen noch einsaufen danach, ne? Hm. Ach komm, so schlecht sind wir doch gar nicht, auch wenn wir hier auf Casual spielen. Das hab ich doch verraten. Wir spielen natürlich auf Hardcore. Sag mal, ich hab doch gar nicht Orle gewählt. Wir waren doch eigentlich Elfenhain-mäßig und so. Was ist denn das hier? Ich könnte wieder ein Schloss knacken. Okay, merken wir uns mal. Da hinten sind immer. Da hier sind noch welche. Guck mal, das sind Feinde. Kommen Sie mal ran auf den Meter. Ich komme ja schon. Achso, wenn ich schieße, kann ich nicht so schnell laufen. Das ist immer lästig. Ja, das ist doof, ne? Komm, oh, Alter, was hast du mit dem gemacht hier? Dem habe ich ordentlich einen Sprengschuss verpasst. Du solltest ein Stück zurücklaufen, Jon. Er ist gleich tot, deswegen. Und meine Barriere hat noch gehalten. Gut. Tut mir leid, Kumpel. Das sind höfliche Feinde, ne? Wenn die sich auch noch... Oh, da schießt einer mit dem... Warte mal, ich denke mal, da sollte man den Scharfschütze. Ich bin quasi fast tot. Muss ich dich schon heilen? Aber ich bin auch schon... Ah, gut gemacht. Gutes Mädchen. Super. Aber wir haben Probleme, ne? Wir müssen uns entweder zurückziehen, weil wenn ich jetzt falle, dann... Lass uns durch die Tür. Okay. Versuchen, ob wir durch die Tür kommen. Ich bin gefallen. Ich versuche dich zu wiederzubeleben. Komm. Sieht schlecht aus. Oh, oh, oh. Komm schon los. Ja, Lina. Ich mach doch. Du bist tot.
Leute, wie gesagt, macht nichts, wir müssen ja auch erstmal aufsteigen. Genau, wir müssen ja auch erstmal warm werden. Ja, hier, wir können jetzt vielleicht mal ein neues Gebiet ausprobieren hier. Sollen wir es mal mit Orlé probieren, oder was hatten wir noch? Orlé war ja noch? Ja, Orlé und, warte mal, Elfenhain, Orlé und Tiwinterruinen. So Schnee und so. Schnee ist auch schön. Schnee ist gut. Hm, ja, ja. Okay, Stufe 2, dann können wir jetzt mal aufsteigen. Ich kann aufsteigen. So, mal ein Stückchen Kaffee genommen hier. Kaffee. Kannst du nicht aufsteigen? Doch, doch, ich kann jetzt gleich. Ich habe 16 Eliminierungen. Ja, du 12, alle schick und Bögenstäbe. Ah, klar. Überspringen. Genau, so. So, jetzt erstmal Fähigkeiten. Kann ich denn da jetzt was Neues? Du gerade lauter geworden. So viele Möglichkeiten. Warte mal, gibt's hier gar nicht. Doch, Fernschuss oder Sprung? Sprungschuss. Den finde ich gut. Was soll denn der Quark? Vom Kettenblitz aus? Mhm. Das nächste wäre reinigendes Feuer. Weil ich ja auch so viel mit Feuerrad zu tun habe. Hm. Wie idiotisch. Du hast auch bloß die Möglichkeit, erstmal auf 1 zu verzweigen, gell? Du bist jetzt festgelegt auf... Naja, ich habe jetzt hier entweder den grünen Quatsch, aber das sind auch ganz andere Bäume, mhm, ne, wie wir es kennen. Oh Gott, man muss richtig viel spielen, man merkt es schon. Wo kommt denn hier der erste interessante Zauber? Mal gucken. Okay, ich werde dich nie unterstützen können. Kannst du nicht heilen? Heilen? Nee, sowas glaube ich sowieso nicht, oder? Was ist das? Kreislauf des Lebens, was ist das denn? Selbst wenn du fallen solltest, verleihst du deinen Verbündeten die Kraft, in deinem Namen noch härter zu kämpfen. Wow. Weil ihr seid dann einfach so voll sauer, weil ich halt tot bin. Das macht's aber irgendwie nicht besser, weil ich ja halt tot bin, weißt du? Das ist voll bescheuert. Du solltest mal in die Tränke gucken. Da gibt es nämlich einen Trank der Steinrüstung, also bei mir zumindest. Ja, ich schau gleich mal. Ich weiß halt noch nicht, was ich nehme. Soll ich mal die Barriere verbessern? Also ich habe jetzt mal den Trank der Steinrüstung genommen. Deswegen guck doch lieber, dass du noch einen Angriffszauber hast, oder? Ja, das nächste, was ich halt habe, sind halt nur Blödsinn. Hm. Ja, dann verbessere die Barriere. Könnte den Blitz nochmal verbessern. Oder so. 4 Meter, ach komm, dann immer das anwenden. Okay. So. Dann hast du gesagt, Tränke. Geh da mal gucken, ob du da auch einen Steintrank drin hast. Hast du nicht? Nee, antivianisches Feuer habe ich. Das ist auch eine coole Sache. Habe ich aber nur eins von. Also ja, Steintrank ist auch nur eine. Wenn ich das schmeiße, ist es halt weg. Oh, 313, warte mal, lass uns doch mal in den Shop gehen, können wir so eine Truhe kaufen? Ich will das mal zeigen hier. Okay. Ruhe, 270. Also kauf's. Kauf jetzt mal eine kleine Truhe. Mhm. Hast du gekauft? Hab ich gekauft. Ich kann auch eine kaufen, das ist ja cool. Gut, dann kaufen wir beide eine kleine Truhe. Da ist irgendein Trank drin? 3 Karten sind da drin, du willst mich doch verarschen. Ich habe ein Elixier der Elektrizitätsresistenz. Und einen fereldischen Scharmützler-Langbogen. Wow. Und ich habe auch ein antivianisches Feuer. Das ist schön. Du, die Heiltränke füllen sich übrigens nicht auf, ne? Wenn wir die da benutzen auf dem Schlachtfeld, dann sind die auch weg. Richtig, ne? Du kriegst die immer bloß. Ui. Das ist fies. Das ist ja richtig gemein. Ja, irgendwie nichts gekriegt, außer so einen doofen Stab. Aber ich glaube, das 32, nö, brauche ich nicht. Auch ich nicht. Okay, ich habe allerdings einen anderen Bogen gekriegt. Das wäre natürlich cool, wenn der ein bisschen stärker wäre. Nee, auch nicht. Hm. Objekte einschmelzen. Muss ich, glaube ich, nochmal ganz kurz leiser machen. Raustappen geht eigentlich. Denn es ist halt bloß ganz kurz klein, das Fenster. Lautstärke anpassen. Violina mal runter. So, und wieder rein. Bin ich so laut? Ach, jetzt, das ist doof. Jetzt muss ich mich gleich wahrscheinlich wieder schneiden. Ach, das ist egal. Wird schon. So, ich bin auf jeden Fall bereit, ne? Ich habe jetzt mal das Tiwintergebiet genommen. Okay. Dann warte, ich muss mich anders hinsetzen. Bereit. Alle Spieler bereit. Das Spiel beginnt in 2, 1, yippie! Genau. Also Leute, wenn ihr das spielt, solltet ihr, glaube ich, in jedem Fall Nahkämpfer mitnehmen. Du, aber hey, Jolle, wir sind bloß zu zweit, bitte, ne? Was für 4 ausgelegt ist. Also, wir sind richtig gut, wenn du es genau nimmst.
eventuell kriegen wir noch Nachwuchs. Falls wir da noch Bedarf haben, ne, an dem Spiel des Multiplayers, also scheint ja doch eine ziemlich langwierige, kurzweilige Sache zu sein. Das klingt total bescheuert, ne? Aber es ganz ist halt in der so. Nähe gibt es Ärger. Es ist an uns, dem ein Ende zu machen. Oh, jetzt mein Ton weg, auch? Dessen bin ich mir sicher. Ihr Ziel ist ein verfallener Sevinter-Tempel, der ein Stück westlich unseres Vorposten Dein Ton ist weg? Die Venatori operieren in der Gegend, aber unsere Soldaten sind bestens vorbereitet. So? Hörst du mich nicht mehr? Doch, jetzt höre ich okay. Was? Was? Das ist sehr merkwürdig. Ich wurde meinem Leben nur wenn ich rausgetappt auf eine so harte Probe gestellt. Ich. Komisch. Ich weiß, was ihr meint. Warte mal, ich gehe mal kurz in die Option. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, ich gehöre gar nicht hierher. Ja, das Gefühl habe ich manchmal auch. Finde die Tür, um weiterzukommen. Das ist ja nicht weiter schwer, die ist ja mal geradeaus. Wenn ich anzeige, da kann man das auf so komisch Vollbild-Fenstermodus machen. Das mache ich jetzt mal. Ich höre dich zwar gerade nicht, Änderungen übernehmen. Das ist auch nicht wichtig, weil ich sage nicht besonders interessante Dinge. Ich höre dich tatsächlich echt gar nicht. Aber das hat doch gerade eben noch problemlos funktioniert. Bei mir knackt es auch so ganz komisch auf den Ohren. Ich glaube, ich muss mal meine Aufnahme jedenfalls kurz unterbrechen. Soll ich hier einfach mal stehen bleiben? Und weiß ich glaube, ich muss noch mal Dragon Age neu starten, kann das sein? Möglicherweise. Oh, das ist doof. Kriegen wir dann wieder dieselben Charaktere, weißt du das eigentlich? Ja, ja. Ja, komm, dann lass uns... Dann sehen wir uns gleich auf jeden Fall... Ein Ende. Jetzt bin ich schon wieder drin, jetzt höre ich dich schon wieder nicht, das ist blöd. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich noch mal zum Multiplayer. Bis dann, tschüss. Das soll's für heute auch gewesen sein. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Und demnächst geht's weiter.